Erstmal einen fröhlichen Star Wars Tag an euch alle. May the 4th be with you. Und als kleines Geschenk gibt's heute von mir die Geschichte von allen. Und damit meine ich wirklich allen Klonlegionen. Das Video ist also ein richtiger Banger. Somit wünsche ich euch viel Spaß und genießt einfach dieses über eine Stunde lange Video. Beginnend mit dem 21. Nova Corps, den Galactic Marines. Mit dem Ausbruch der Klonkriege wurden dem Jedi-Ratsmitglied Ki Adimundi die Galactic Marines mit ihrem Anführer, Klon-Marschall-Commander Baccarat, zugeteilt, wobei sie gemeinsam in vielen Schlachten kämpften, oft erfolgreich, auch wenn sich Baccarat und Mundi so überhaupt nicht ausstehen konnten. Aber auch kein Wunder, denn Mundi galt zwar als ein sehr schlauer und überlegter Jedi, doch gleichzeitig war er auch sehr stur und konservativ. So glaubte er schon Qui-Gon nicht, dass die Sith zurückgekehrt sein konnten, dass sich Count Dooku tatsächlich der dunklen Seite zugewandt haben könnte, und er war auch eine treibende Kraft, die Ahsoka aus dem Jedi-Orden ausschließen wollte. Zudem tat er alle unkonventionellen Methoden als unnötig und schlecht ab, was schon ungünstig ist, wenn man selbst eine eher experimentelle Division befehligt. Denn die Klontruppen, die dem 21. zugeteilt wurden, galten als außergewöhnlich konditioniert sowie diszipliniert und erhielten eine spezielle Ausbildung, um in überlebensfeindlichen Umgebungen zu operieren. Dafür hatten sie auch einen speziellen Helm, der Schadstoffe und andere Gefahren filtern sollte. Als dann aber der Oberbefehlshaber der Droidenarmee, General Grievous, eine groß angelegte Offensive im Outer Rim initiierte, wurden Mundi, Baccarat sowie seine Galactic Marines nach Magito geschickt, wobei es ihnen gelang, die feindlichen Truppen auf dieser separatistischen Hochburg zurückzudrängen. Doch als die Kämpfe weitergingen, kamen sie zu einer Schlüsselstelle auf einer Brücke, wobei viele Klone ihr Leben lassen mussten und die Separatisten sogar einen UT-AT zerstören konnten. Gerade in dem Moment, als sich die Möglichkeit ergab, die Brücke zu überqueren, erhielten Baccarats Truppen jedoch den Befehl der Order 66, der alle Jedi zu Feinden der Republik erklärte. Eine Anweisung, die die Galactic Marines ohne zu zögern ausführten und ihren Jedi-General niederschossen, als dieser gerade einen Weg durch die Front der Droiden kämpfte. Das 21. Nova Corps wurde dann Teil des imperialen Militärs und ihre spezielle Ausrüstung diente als Grundlage für die Rüstung der Schneetruppen des Imperiums. Die 501. startete eigentlich als ein Klon-Bataillon und war sogar in der ersten Schlacht von Geonosis involviert. Damals schon angeführt von Klon-Captain Rex, erlangten sie nach der Schlacht einen Elite-Status, wurden jedoch auch aufgrund zahlreicher Verluste umstrukturiert und ihnen wurde Anakin Skywalker als Jedi-Commander zugewiesen, was das 501. Klon-Bataillon zur 501. Legion machte. So kämpften sie unter neuer Führung in der Schlacht von Arantana oder auf Bangalore. Ihre erste große Mission hatten sie aber während der Belagerung von Hisseen, gemeinsam mit dem 7. Sky Corps unter dem Kommando von Klon Commander Cody und dem 104. Angriffsbataillon von Commander Wolf. In dieser Schlacht kamen alle Klone, welche sich im Verlauf des Krieges als totale Eliteeinheiten herausstellen sollten, das erste Mal zusammen. In dieser gigantischen Auseinandersetzung beschützten sie die Einheimischen gegen Horden von Kampfdroiden, während sich ihre Jedi-Generäle Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi und Plo Koon dem Separatistenanführer Count Dooku und seiner Schülerin Asa Ventress vorknüpften. Die 501. hielt die Front, während die anderen beiden Klongruppen wichtige Mitglieder der einheimischen Regierung retteten. Was jedoch nicht gut ging, da die 501. von den Droidenmassen einfach überrannt wurden. Selbst als Cody und Wolf zur Hilfe eintrafen, konnten sie die Stellung nicht mehr halten und mussten von den Jedi gerettet werden. Es war der erste große Einsatz der 501. Legion, wenn auch mit hohen Verlusten. Ihre nächste Mission führte sie nach Christophsis, wo sich ihnen auch eine neue Verbündete anschloss. Anakins neue Padawan Ahsoka Tano. Gemeinsam und erneut mit der Hilfe des 212. Angriffbataillons konnten sie die Schlacht für sich entscheiden, wurden aber direkt darauf nach Teth geschickt, um Rotta, den Sohn von Huttenverbrecherboss Jabba, zu retten. Eine Schlacht, welche sich erneut als viel schwieriger und vor allem verlustreicher herausstellen sollte als geplant. Schlussendlich waren sie erneut siegreich, aber wieder nur, weil die 212. zu Hilfe kam. Es gibt hier eindeutig ein Muster. Nach der Schlacht von Mimban traten dann zwei Elite-Klone der 501. bei, welche zuvor herausragende Leistungen in den Klonkriegen gezeigt haben. Aber auch ihre Herangehensweise an bestimmte Probleme und Innovationen sollten die 501. oft aus der Patsche helfen. Die Rede ist natürlich von Echo und Fives.
Aber die 501. wurde nicht nur in großen Schlachten eingesetzt. Ihr Ruf als Elitekrieger führte dazu, dass sie oft auch in nur kleinen Gruppen sehr punktuell in der Galaxis eingesetzt wurden. Sei es bei der Reise der mandalorianischen Anführerin Satine Kreese nach Coruscant, der Gefahr des Blauschattenvirus auf Naboo oder auch dem von Cad Bane aus dem Jedi-Tempel gestohlenen Holocron. Doch bei einer Sache brachen sie jede kleine Mission ab und taten sich auch mit anderen Klongruppen zusammen und kämpften wie eine Einheit, die die Galaxis noch nie gesehen hat, als ihre Heimat angegriffen wurde bei der Schlacht von Kamino. Ein hart umkämpfter Sieg für die Republik, welcher insbesondere auf Echo und Fives, welche ja erst kürzlich der 501. beigetreten sind, zurückzuführen ist, weswegen sie von Rex und Cody nach der Schlacht zu ARC-Soldaten befördert wurden, das höchste Ansehen einer normalen Klontruppe. Ein Status, welchen Echo leider nicht lange ausführen konnte, da er sich während einer Mission auf Lorazalu opferte, um den anderen die Flucht zu ermöglichen. Er überlebte zwar, doch führte ihn sein Weg nicht wieder zur 501. zurück. Die wahrscheinlich größte Prüfung der Klonlegion stand aber noch bevor, die ominöse Schlacht von Umbara. Denn während dieser Kampagne wurde Anakin Skywalker zum Hohen Rat der Jedi auf Geheiß von Kanzler Palpatine zurückberufen, weswegen Jedi-General Ponkrell das Kommando über die 501. übernahm. Auch wenn dieser als angesehener Kriegsheld galt, hatte er sich im Geheimen der dunklen Seite der Macht zugewandt und wurde ein Spion der Separatisten. So sabotierte er absichtlich seine eigenen Strategien und brachte die 501. und 212. dazu, sich in dem dichten und nur schwer zu durchschaubaren Gelände von Umbara gegenseitig zu bekämpfen. Unter Führung von Captain Rex rebellierten sie gegen Krell und dieser wurde nach einem Fluchtversuch ausgerechnet von Dogma, seinem bis dahin treuesten Anhänger, hingerichtet. Dieser musste dann zwar wegen Mordes an einem Offizier abgeführt werden, doch leistete am Ende des Tages die entscheidende Stärke, um die Schlacht von Umbara für die Republik zu entscheiden. Was mit Dogma weiterhin geschah, ist leider nicht bekannt. Das war aber nicht das letzte Mal, dass ein Mitglied der 501. einen Jedi getötet hatte. Denn während der Schlacht von Ringo Winder kam es zu einem folgenschweren Vorfall, welcher beinahe den Verlauf des Krieges und vielleicht sogar das Schicksal der Galaxis verändert hätte. Als CT-5385, TAP, die Jedi-Generälin Tipler tötete. Ausgelöst durch einen Fehler in seinem Inhibitor-Chip, wessen Existenz zu diesem Zeitpunkt noch für die meisten geheim war, aber die ultimative Kontrolle über die Klone sichern sollte, wenn die Zeit dazu gekommen ist. Jedenfalls löste dieser Vorfall eine Untersuchung zuerst auf Kamino und später auch auf Coruscant aus, wobei der ARC-Trooper Fives teilweise Informationen über die Existenz des Inhibitor-Chips erlangte. Er sah darin eine Gefahr für die Armee der Republik und forderte, dass auf der Stelle jeder dieser Chips aus den Köpfen der Klonen entfernt wird. Doch Kanzler Palpatine wusste sehr wohl über die Existenz dieser Chips bereit. Welch Wunder. Woraufhin Fives sein Wissen mit Rex und General Skywalker teilen wollte, doch so weit kam es nie, da er auf Coruscant von Commander Fox getötet wurde, bevor er dies tun konnte. Fives starb in Rex' Armen und sagte in seinen letzten Worten zu seinem Vorgesetzten, dass er doch nur seine Pflicht tun wollte. Während den letzten Tagen der Klonkriege spaltete sich die 501. Legion in zwei Teile, damit sie gleichzeitig in der Schlacht von Coruscant als auch in der Belagerung von Mandalore kämpfen konnte. So versuchten Anakin und Obi-Wan den Kanzler zu befreien, während Rex und Ahsoka dem Hilferuf von Bo-Katan Kreese folgten, um den zurückgekehrten, ehemaligen Sith-Lord Darth Maul auf Mandalore zu stellen. Zwei zeitgleiche Missionen, welche sich beide als Erfolg herausstellten und in beiden Fällen war die 501. maßgeblich daran beteiligt. Doch den wahrscheinlich größten Einfluss, den die 501. Legion auf die Galaxis haben wird, sollte noch kommen. Als der oberste Kanzler Palpatine, welcher insgeheim der Sith-Lord Darth Sidious war, die Order 66 ausrief und somit all die Jedi, mit welchen die Klone noch Momente zuvor Seite an Seite gekämpft haben, zu Feinden der Republik erklärte. Alle, bis auf einen von ihnen. Anakin Skywalker, welcher unter dem Namen Darth Vader von nun an als Sidious Schüler Angst und Schrecken über die Galaxis verbreiten soll. Und seine erste Mission führte ihn, gemeinsam mit der 501. zu dem Ort, wo für ihn auch alles begann. Zum Jedi-Tempel, wo sie gemeinsam tausende Jedi töteten. Da Rex zu diesem Zeitpunkt auf Mandalore war und Ahsoka seinen Chip entfernte, wurde der Angriff auf den Tempel neben Vader von Commander Apo angeführt. Die 501. organisierte sich in Squads, um die Jedi strategisch zu jagen oder sie mit überlegener Waffengewalt und Feuerkraft einfach zu überwältigen.
Sie töteten jede Person, die ihnen in den Weg kam, um zu demonstrieren, dass sie genauso gnadenlos sind wie ein neuer Sith-Anführer. Mit dem Fall des Jedi-Ordens ernannte sich Darth Sidious als neuer Imperator und rief das erste galaktische Imperium aus. Die Klontruppen, die den Krieg überlebt hatten, wurden vom neuen Regime übernommen und bildeten zu Beginn der Herrschaft die erste Generation an imperialen Sturmtruppen. Die 501. blieb dabei die persönliche Truppe von Darth Vader und gehorchten ohne Widerrede alle seine Befehle. Somit hatte der Dunkle Lord volles Vertrauen in seine Truppen sowie deren tödlicher Effizienz, wodurch die 501. im Lauf der nächsten Jahre den Spitznamen Vaders Faust bekam. Doch nach den Klonkriegen hatten die Klone nicht mehr den besten Ruf, da sie als, unter Anführungszeichen, minderwertige Wesen angesehen wurden. So gab es auch Einheiten der 501., die sich auf der Straße als Bettler durchschlagen mussten, ohne Aussicht auf einen richtigen Ruhestand. Aber auch innerhalb des Imperiums bekam die 501. Konkurrenz. Sie existierten zwar weiter als Sturmtruppenkorps, doch es war die erste Legion, die Vader offiziell als persönliche Sturmtruppenlegion diente. Aber eigentlich war allen klar, dass die 501. Vaders richtige Einheit ist, war und wahrscheinlich auch immer sein wird. So waren auch sie es, die gemeinsam mit dem dunklen Lord die Tente vorstürmten. Sie galten also auch zur Zeit des Imperiums als totale Eliteeinheiten, welche aber auch innerhalb ihrer Struktur nochmal spezialisierte Truppen hatte. So auch die Task Force 99, ein Elite-Sturmtruppensquad, welches wirklich nur für die wichtigsten der wichtigsten Missionen des Imperiums angesetzt wurden. Angeführt wurde der Squad von niemand geringerem als Sergeant Creel, der ominösen Sturmtruppe mit dem grünen Lichtschwert. Es ist nicht viel über diese Einheit bekannt, aber das, was bekannt ist, ist, dass sie eine äußerst brutale und verstörende Vorgehensweise haben. So töteten sie einen Rebellengeneral und banden seinen Körper einfach an die Vorderseite ihres Shuttles. Sie zögerten nicht, ihre Gefangenen zu foltern, und ihr Anführer Creel schreckte auch nicht davor zurück, Luke Skywalker persönlich im Lichtschwertkampf gegenüberzutreten. Eine wirklich gefährliche Bande. Der galaktische Bürgerkrieg war kräftezehrend und ressourcenraubend, auch für das galaktische Imperium. So kam es auch, dass Darth Vader beide seine persönlichen Einheiten, die erste Sturmtruppenlegion sowie auch die 501. mit sich nahm, als sich die beste Chance ergab, die gesamte Rebellion auf einem Schlag zu vernichten, während der Schlacht von Hoth. Doch aufgrund eines Fehlers von Admiral Ossel, für welchen er auch mit seinem Leben bezahlte, hatten die dort stationierten Rebellen genügend Zeit, um zu fliehen, sodass Vader und die 501. beim Abflug des Millennium Falcon nur zusehen konnten. Was eigentlich der letzte große Einsatz der einst so hochgepriesenen Klonlegion war. Denn sie waren zwar auch während der Schlacht von Endor anwesend, spielten darin aber keine große Rolle und gingen zusammen mit dem zweiten Todesstern, ihrem Anführer Darth Vader und vermeintlich auch Imperator Palpatine unter. Die 501. Legion war die Klonlegion der Klonkriege. Keine weitere Gruppe an Klonen konnte so viele siegreiche Schlachten auf ihr Konto rechnen und somit die Geschehen eines eigentlich inszenierten Krieges so sehr lenken. Apo, Echo, Fives, Kix, Tup, Dogma, Hardkiss, Jesse und Rex sind Namen, welche die Galaxis vielleicht eines Tages vergessen wird. Aber nicht der der 501. Denn ihre Taten während den Klonkriegen sind unsterblich. So schnell sich das 91. Aufklärungskorps als eine der besten Klongruppierungen des Krieges etablierte, so schnell war auch wieder ihr Absturz, und schuld daran ist einfach mal ein junger Boba Fett, aber wie kam es bitte dazu? Zu Beginn der Klonkriege wurde die 91. in die Schlacht von Ryloth verwickelt, als Jedi-General Mace Windu zusammen mit Klon-Commander Pons, welcher schon in der Schlacht von Geonosis eine führende Rolle hatte, ihre Truppen anführte, um die Hauptstadt von Ryloth, Lesu, zu befreien. Auf dem Weg dorthin wurden die Truppen jedoch von AATs der Separatisten angegriffen, während sie eine Route entlang eines Berges passierten. Die Streitkräfte der Separatisten konnten die republikanischen Soldaten kurzzeitig aufhalten, wurden dann aber von den Lightning Squadron besiegt, die von den ATTEs der 91. abgesetzt wurden. Nach diesem Scharmützel stieß Windu, der diesen Einsatz anführte, auf General Jam Syndulla, dem Anführer der Widerstandsbewegung der Twi'leks. Zunächst zögerte Syndulla, sich Windu anzuschließen, da er eine weitere mögliche Besetzung durch die Republik befürchtete und er aber nichts als Unabhängigkeit für sein Volk wollte. Als er jedoch erfuhr, dass die Separatisten hilflose Twi'lek-Dörfer mit völlig übertriebenen Druidenbombern angriffen, fiel ihm die Entscheidung leichter, sich mit der Republik zusammenzutun. Als sie vor der Hauptstadt angekommen waren, versteckten sich Windu und zwei ARF-Soldaten in einem MTT der Separatisten, der Teil eines Konvois war, der in die Stadt fuhr.
Windu befahl dann Syndulla, gemeinsam mit Commander Pons den Angriff zu starten, als die Separatisten die Brücke aktiviert hatten, welche das Einnehmen der Stadt eben so schwierig machte. Als dann die Druiden die Fracht auf der Brücke scannten, flogen Windu und seine Truppen auf. Sie konnten die Druiden ausschalten, doch der Befehl, die Brücke zu deaktivieren, kam noch durch. So schleuderte der Jedi seine Einheiten mit der Macht auf die andere Seite, während er selbst auf einen Step sprang und so selbst dorthin gelangen konnte. Im Inneren von Lesu hielt Windu die Druiden in Schach, während sich die beiden Klone auf dem Weg zum Kontrollraum machten. Dort zerstörten sie alle Druiden und aktivierten wieder die Brücke, damit Syndulla, seine Kämpfer sowie weitere Klone zu Hilfe kommen konnten. Somit gelang es ihnen, die Hauptstadt zu befreien und Mace Windu nahm den Separatistenanführer Wat Tambor gefangen. Eine weitere Mission führte Mace Windu und Commander Pons nach Ridley, um einen Kommunikationsausfall auf dem Planeten zu untersuchen. Dort angekommen bemerkten sie, dass der Planet völlig erloschen und eines der Dörfer verlassen war. Sie wurden dann von einem Dorfbewohner angesprochen, der behauptete, dass es dort Geister gebe. Woraufhin Pons und das Lightning Squadron von einem dieser Geister auch direkt angegriffen wurden. Dabei waren sie nicht in der Lage, den Geist zurückzudrängen und mussten sich bei den Dorfbewohnern verstecken. Sie wagten sich ein weiteres Mal nach draußen, doch bei erneuter Konfrontation befahl Windu das Feuer einzustellen, da er erkannte, dass es sich bei ihnen um Lebewesen handelt. Doch sie sind von irgendetwas verängstigt. Als auch schon Count Dooku auf einem MTT vor ihnen auftauchte. Dieser wurde sofort von Windu attackiert, während die 91. die mitgelieferten Kampfdruiden in Schach hielten. Dabei haben es die Geister den Klonen nicht gerade einfach gemacht. Nichtsdestotrotz konnte Windu Dooku zurückschlagen und im Anschluss all die Kampfdruiden besiegen. Somit gab es nur noch eine Sache zu tun und Mace Windu griff mit der Macht in die Geister ein und beruhigte sie, sodass das einheimische Volk von nun an in Ruhe leben und sie den Planeten wieder verlassen konnten. Einige Zeit später wurde die 91. auf Malastia eingesetzt. Die Druidenarmee schien dort solch eine Gefahr darzustellen, dass der oberste Kanzler Palpatine sogar anordnete, eine Elektroprotonenbombe einzusetzen. Zum ersten Mal. Und naja, die Bombe funktionierte. Doch hatte sie den unglücklichen Bonuseffekt, dass ein gigantisches Erdloch entstand, in welchem Windu und einige seiner Klone dann das Zillow-Beast entdeckten. Dieses machte dann noch eine Menge Probleme auf Coruscant, die 91. war darin aber nicht mehr involviert. Dann, nach der Schlacht von Malastia, infiltrierte ein junger Boba Fett Mace Windus Venator-Sternzerstörer, die Endurance, denn er wollte sich an dem Jedi rächen, da dieser ja seinen Vater auf dem Gewissen hat. Dies gelang dem jungen Klon zwar nicht, aber er beschädigte das Schiff so sehr, dass es auf dem Planeten Vancor bruchlanden musste. Der größte Teil der Besatzung konnte zwar evakuiert werden, aber Boba nahm dann noch mit der Hilfe von anderen Kopfgeldjägern Pons und Admiral Killian gefangen, wobei Pons kurze Zeit später von Sin getötet wurde. Ein eigentlich unwürdiges Ende für einen der größten Klonkommander der Klonkriege. Denn ja, er hatte tatsächlich den höchsten Rang in der Armee, so wie auch Cody. Jedoch erhielt er, weil er eben in der ersten Schlacht von Geonosis eingesetzt wurde, kein ARC-Training, was ihm in dieser Situation vielleicht das Leben gekostet hatte. Und naja, nach seinem Tod ging es mit der 91. ziemlich bergab. Zum einen übernahm Klonkommander Neo jetzt das Aufklärungskorps, welches schon in seiner Ausbildungsklasse als einer der kältesten und gefühllosesten Klone galt und dann im Krieg eine sehr direkte, fast schon morbide Persönlichkeit annahm. So veränderte sich aber auch das Korps, denn zum einen passten sie ihre Markierungen auf ihre Rüstung an und etablierten sogar ein Logo, einen roten Kreis mit einem weißen Schwert, welches nach unten zeigt. Außerdem trugen die Leutnants denselben Spezialhelm wie Neo, um ihren Commander zu schützen, damit dieser nicht so leicht am Schlachtfeld zu erkennen war. Da ist es kein Wunder, dass sich Mace Windu seit diesem Vorfall weigerte, mit der Truppe zusammenzuarbeiten und er zog ihnen seine eigene Legion, die 187. vor. Die 91. übernahm dann zuerst die Jedi-Meisterin Adi Gallia. So war auch sie anwesend, als ihr Kreuzer von einer Separatistenflotte unter dem Kommando von General Grievous angegriffen wurde. Sie boten dem General zwar die Stirn und lieferten sich einen guten Kampf, wurden schlussendlich aber überwältigt und die Jedi gefangen genommen, bis sie von Plo Koon, Klonkommander Wolf, und dem 104. Bataillon gerettet werden konnte. Die Zeit der 91. war tatsächlich vorbei, weswegen sie auch bei keiner weiteren wichtigen Schlacht mehr eingesetzt wurden und zum Beispiel während den Missionen im Outer Rim nach Selukemai entsandt wurden. Dort waren sie zwar siegreich, aber hatten wieder eine neue Jedi-Generälin, Stess Allee.
Gemeinsam patrouillierten sie, Neo sowie ein weiterer Klonleutnant nach der Schlacht das Schlachtfeld, als genau in diesem Moment Oberster Kanzler Palpatine die Order 66 ausrief und somit alle Jedi zu Verrätern und Feinden der Republik erklärte. Infolgedessen wurde Ellie von Neo und dem anderen Klon während ihrer Speederbike-Patrouille hingerichtet. Nach der Order 66 und der Umwandlung der Republik in das erste galaktische Imperium diente das 91. Aufklärungskorps weiterhin als Sturmtruppen und befolgten die Befehle des neuen Regimes treu und ergeben. Die 212. war nicht in der Schlacht von Geonosis involviert, daher war ihr erster großer Einsatz erst bei der Schlacht von Christophsis, wo sie auch direkt eines von vielen Kriegsverbrechen begehen sollten. Denn in der Schlacht gab Obi-Wan vor, sich zu ergeben, um die Kämpfe zu stoppen und Zeit zu gewinnen, während Anakin und seine neue Schülerin Ahsoka Tano den Strahlenschild des Feindes ausschalteten, damit die schweren Geschütze der Republik die Droidenarmee direkt angreifen können. Ein Kriegsverbrechen, was in weiterer Folge auch dazu führen könnte, dass die Separatisten Kapitulationen nicht mehr akzeptieren und Klone einfach exekutieren, anstelle sie gefangen zu nehmen. Ab diesem Moment sollte diese Taktik zum Standardrepertoire der 212. gehören. Doch den Ursprung hat diese List weit in der Vergangenheit, lange vor den Klonkriegen, zur Zeit, als Obi-Wan noch in der Ausbildung unter seinem ehemaligen Meister Qui-Gon Jinn war. Denn während sie zu Besuch auf dem Planeten Kashyyyk waren, um mit den Wookies das Lebensfest zu feiern, wurden sie von Trandoshanern angegriffen, wobei mehrere Wookies als auch Qui-Gon entführt wurden. Da kam Obi-Wan ein Trick, welcher ihm und der 212. noch oft in den Klonkriegen retten sollte. Denn er erklärte seine Kapitulation, woraufhin ihm die Trandoshaner erlaubten, näher zu kommen, um über Bedingungen zu verhandeln. Doch Obi-Wan konnte nun seinen Meister mit der Macht befreien und gleichzeitig genug Zeit gewinnen, sodass Wookiee-Truppen die Feinde einkesseln konnten, was dann eine tatsächliche Aufgabe der Trandoshaner erzwang. Aber wieder zurück zur Schlacht von Christophsis, denn diese wurde beinahe von einem Mitglied des 7. Luftwaffenkorps, der Übergruppierung der 212., zugunsten der Separatisten entschieden. Klon-Sergeant Slick hatte die Republik hintergangen und wurde ein Spion von Asai Ventress. Seine Informationen erlaubte es, den Separatisten einen Überraschungsangriff durchzuführen, sodass sich die republikanischen Truppen zurückziehen mussten. Slick konnte zwar von Commander Cody und Captain Rex ausfindig gemacht und verhaftet werden, dennoch gelang es ihm, die Kanonenboote und AT-ATs der Republik zu sabotieren. Nur mit Artilleriekanonen konnte die 212. und 501. die Stellung halten, bis Jedi-General und Großmeister Yoda mit Verstärkung eintraf. Anschließend half die 212. der 501. auf Teth, um den Sohn von Huttenverbrecherboss Jabba zu retten. Nachdem die Republik erfahren hatte, dass die Separatisten eine Mega-Ionenkanone entwickelt hatten, die in der Lage war, eine ganze Flotte mit einem einzigen Schlag außer Gefecht zu setzen, befahl sie dem 212. und 442. Angriffsbataillon, die Pläne der Waffe auf dem Planeten Abrion zu besorgen. Die Waffenfabrik befand sich auf einer Insel, wobei eine einzige Versorgungsbrücke der einzige Zugang zur Fabrik war. Daher wurde das Bataillon in zwei Gruppen aufgeteilt, die beide Enden der Brücke einnehmen sollten, bevor sie sich dem Komplex der Separatisten näherten. Aufgrund des Umfangs der Operation erweiterte die Republik das 212. Bataillon um eine ganze Kompanie ronischer Soldaten sowie deren kommandierende Offiziere. Doch Obi-Wan, der sich noch an seine neue Rolle als Jedi-General gewöhnen musste, hielt die Abrion-Brücke für eine Todesfalle. Schlussendlich gelang es ihnen zwar, die Pläne in ihre Hände zu bekommen, doch die 212. erlitt Verluste, von denen sie sich bis zum Ende des Krieges nicht wieder erholen sollte. Die Befreiung von Ryloth stellte sich zwar als riesiger Erfolg heraus, indem die 212. die Droidenarmee lange genug aufhalten konnte, sodass Obi-Wan die Protonenkanonen der Separatisten ausschalten konnte und somit die Landung von Mace Windu und weiteren republikanischen Einsatzkräften ermöglichte. Aber auf Felucia, wo sie von Droiden eingekesselt wurden und auf die Hilfe von Plo Koon und dem 104. Bataillon angewiesen waren, sowie Sarish, wo eine gesamte Einheit vernichtet wurde, Gregor gilt hierbei übrigens als der einzige Überlebende, war klar zu erkennen, dass die 212. nicht mehr das Bataillon sind, das sie einmal waren. Im Gegensatz zur 501. nahm die 212. ja nicht an der Schlacht von Geonosis teil, welche den Beginn der Klonkriege markiert.
Dennoch wurden die beiden gemeinsam und dem 41. Elitekorps zur zweiten Schlacht von Geonosis geschickt, welche beinahe wieder in einem Desaster endete. Denn Kenobis und Codys Truppe landeten als erstes auf dem Planeten, während die anderen Truppen eine Bruchlandung hinlegen mussten, bevor sie die Landezone erreichten. Die 212. konnte mit ihren Kanonenbooten und ATTEs noch gerade so einen Kreis bilden, um sich von den geonosianischen Kämpfern zu schützen, bis die Verstärkung eintraf. Die 212. unterstützte Kenobi auch bei der Rettung von General F. Koth, der bei der Schlacht von Seleucumae vom Droidengeneral Grievous gefangen genommen wurde. Kenobi entwickelte einen Plan, um Grievous in sein Raumschiff zu locken, während Anakin und jede Generälin Adi-Gallia Koth retteten. Als sie in der Nähe von Grievous' Flotte kamen, begannen alle verbliebenen Schiffe mit Ausnahme von Obi-Wans zu feuern, um Grievous in eine Falle zu locken. Cody und seine Soldaten gelang es, Grievous' Kommandodroiden zu überwältigen, wenn auch mit einigen Verlusten, während Kenobi den General selbst angriff. Grievous gelang es jedoch, dem Kampf zu entkommen und er befahl die Zerstörung des Kreuzers. Cody und einige Trooper griffen Grievous zwar an und versuchten ihn an Ort und Stelle zu halten, aber die Zerstörung des Schiffes zwang sie dazu, ihn auf die Oberfläche von Seleucumae entkommen zu lassen. Kenobi, der nun sowohl die 212. als auch 501. befehligte, landete auf dem Planeten und befahl seinen Truppen, zum Wrack des Separatistenschiffes zu gehen, mit dem Grievous geflohen war. Während die 212. das Gebiet untersuchte, machten sich einige Soldaten der 501. auf den Weg, um einen nahegelegenen Sumpf zu untersuchen und den Rest der Truppe zu warnen, falls sie Grievous dort entdeckten. Die 212. konnte die Standorte der Rettungskapsel ausfindig machen, von denen eine bei Einbruch bei Nacht gefunden wurde, wenn auch verlassen. Es gelang ihnen dennoch, Grievous zu finden und seine Truppen zu bekämpfen, und als ein Shuttle eintraf, um den Droidengeneral zu retten, befahl Obi-Wan seinen ATTEs, es abzuschießen, aber es gelang ihnen nicht, Grievous' Flucht zu verhindern. Man könnte fast sagen, dass die 212. nicht gerade das erfolgreichste Bataillon war, wenn sie nicht gerade ihre verbotenen Tricks anwandten. Aber sie feierten auch einige wenige Erfolge, welche auf ihre eigenen Leistungen zurückzuführen sind. Mehrere Mitglieder der 212. haben sich auch gemeinsam mit Cody, Obi-Wan, Anakin und Rex auf einer Mission nach Lola Sayu, um den gefangenen Jedi-General Even Peel sowie Captain Wilhuff Tarkin von der Zitadelle zu befreien, angeschlossen. Bei der Zitadelle handelt es sich um ein Hochsicherheitsgefängnis der Separatisten. Trotz dem Tod des Jedi war die Mission erfolgreich und es musste nur ein Mitglied der 212. Longshot sein Leben lassen, was doch fast schon eine richtig gute Bilanz für das Bataillon ist. Und sich schnell wieder ändern sollte, während der tragischen Schlacht von Umbaga. Dort wurden sowohl die 212. als auch die 501. eingesetzt, welche jedoch unter dem Kommando von Pong Krell stand, da Anakin nach Coruscant zurückbeordert wurde. Die Mission der 212. bestand darin, die Hauptstadt einzunehmen, während sich die 501. mit der umbaranischen Miliz bekämpfte. Doch während der Schlacht wurde eine Einheit der 212. von General Krell darüber informiert, dass sich die Umbaraner als Klone getarnt haben sollen, was zu einem fatalen Kampf zwischen der 212. und der 501. führte. Rex konnte die Auseinandersetzung zwar beenden, dennoch führte dies zum Tod von Vexar, einem der gutmütigsten Klone der 212., welcher sein großes Herz unter anderem bei der Befreiung von Ryloth unter Beweis gestellt hatte. Jedi-General Pong Krell stellte sich in weiterer Folge als Verräter und Spion der Separatisten heraus und wurde von der 501. verhaftet sowie hingerichtet. Trotz Krells Verrat gelang es der 212. die Hauptstadt einzunehmen, der wahrscheinlich größte Erfolg des 212. Angriffsbataillons. Gegen Ende der Klonkriege griff die 212. zusammen mit der 501. eine Separatistenhochburg auf Yabana an. Dabei attackierte jedes Bataillon eine Seite einer Brücke, doch niemand konnte den Taktik-Droiden, das militärische Gehirn der Droidenarmee, finden und die 212. erlitt dabei schwere Verluste, sodass sie sich verstecken mussten, genau zu dem Zeitpunkt, als die 501. eintraf, da sie ihren Teil des Kampfes bereits beendet hatten. Mit einem Trick, und ihr ahnt es wahrscheinlich, nämlich wieder einmal dem Vortäuschen einer Kapitulation, brachte diesmal Anakin den Taktik-Droiden zum Vorschein und zerstörte ihn, sodass sowohl die 501. als auch die 212. vorrücken und die Schlacht gewinnen konnten. Später nahm die 212. auch an der Schlacht von Utapau teil, mit dem Ziel, General Grievous ein für alle Mal zu besiegen. Jedi-General Kenobi begab sich im Voraus auf den Planeten, um sich Grievous zu stellen und seinem Bataillon somit einen Überraschungsangriff zu ermöglichen. Der Plan war erfolgreich und Kenobi gelang es, Grievous zu töten. Jedoch erhielt Commander Cody nur kurz darauf von Obersten Kanzel Palpatine den Befehl der Order 66, welcher alle Jedi zu Feinden der Republik erklärte.
Cody gehorchte, ohne zu zögern, und feuerte auf seinen Jedi-General, mit welchem er die letzten 3 Jahre Seite an Seite gekämpft hatte. Glücklicherweise überlebte Obi-Wan. Aber die Mission auf Utapau war noch nicht zu Ende, denn mit dem Ausruf der Order 66, während der Schlacht, erlebten die Bewohner des Planeten einen der wohl bittersten Rückschläge der Klonkrieger, denn die 212. wandte sich einfach gegen sie. Die Klone sollten ihre Befreier der Separatisten sein, doch stattdessen wurde lediglich die eine militärische Besatzung durch eine andere ersetzt, während die Galaktische Republik zum ersten galaktischen Imperium umstrukturiert wurde. Aber natürlich blieb das 212. Angriffsbataillon auch noch nach dem Ende der Klonkriege aktiv und diente als imperiales Bataillon im Sturmtruppenkorps. So beaufsichtigten Commander Cody und seine Soldaten die, unter Anführungszeichen, Befriedigungsaktion auf Kashyyyk sowie die Versklavung der Wookies auf dem Planeten. Sie hatten dann noch weitere Einsätze auf Kashyyyk, als die Wookies versuchten, die Besetzung ihrer Heimat durch das imperiale Militär zu stürzen. Jedoch verließ Cody kurz nach diesem Einsatz das Imperium, nachdem er in Frage gestellt hatte, ob dieses wirklich auf der Seite des Friedens und der Gerechtigkeit steht. In den Klonkriegen gab es keine Gruppe an Klonen, die solch massive Verluste hinnehmen mussten wie das 104. Bataillon. An einem Moment bestanden sie nur noch aus so wenigen Mitgliedern, dass sie neu aufgefüllt werden mussten und dabei auch direkt ihre Markierungen an ihren Rüstungen änderten. Doch das war nicht immer so, denn ihre erste Mission bestand darin, dass ihr Jedi-General, Plo Koon, ihren Commander Wolf und 3 Mitglieder des Wolfpacks auf einer Mission zum Nexus, einer fliegenden Stadt und Handelsaußenposten auf dem Planeten Quamendi, welcher von den Separatisten eingenommen wurde, anführte. Mit Jetpacks bahnten sie sich einen Weg auf die Spitze, während sie gegen fliegende Kampfdroiden kämpften. Diese haben wir auch in The Clone Wars gesehen, wenn ihr euch erinnert. Jedoch befahl der Separatist Watt Tambor, die Stadt zu zerstören, als er die republikanischen Truppen bemerkte, und das Wolfpack konnte sogar eine dort stationierte Geisel retten, bevor die Stadt vernichtet wurde, was Plo Koon den Klonen hoch anrechnete. Gemeinsam mit der 212. und 501. nahm die 104. auch an der Belagerung von Hisseen teil. Die jeweiligen Jedi-Generäle, Kenobi, Skywalker und Koon, entfernten sich jedoch von ihren Klonen, um sich stattdessen dem Separatistenanführer Count Dooku und seiner Assassine Asai Ventress zu stellen. Ein fataler Fehler, denn eine Bergkette blockierte den Funk, sodass eine Kommunikation kaum mehr möglich war. Aus dem, was die Klone verstehen konnten, reimten sie sich zusammen, dass sie politische Mitglieder des Parlaments von Hisseen retten sollen, was sie gemeinsam mit der 212. auch taten, wobei die 501. zurückblieb und in einen Hinterhalt von Dookus Truppen geriet. Und auch mit der Hilfe von der 212. und 104. wurden sie überwältigt und gefangen genommen, sodass ihre Jedi-Generäle zu Hilfe kommen mussten, um sie zu retten und die Belagerung von Hisseen schlussendlich für die Republik zu entscheiden, wenn auch unter immensen Verlusten. Das war jedoch nichts im Gegensatz dazu, was die 104. im mühsamen Kampf gegen die Malevolence, ein revolutionäres Schiff der Separatisten, welches auf unerklärliche Weise bereits einige republikanische Kreuzer ausgeschaltet hatte, ertragen mussten. Der 104. gelang es nämlich, das Schiff im Abrigado-System zu lokalisieren, doch bevor sie noch Verstärkung anfordern konnten, verloren sie den Kontakt mit der Republik. Jedi-General Koon befahl Wolf, das Feuer zu eröffnen, doch sie befanden sich noch außerhalb der Reichweite, als die Malevolence auch schon ihre gigantische Ionenkanone abfeuerte, welche die gesamte Flotte traf. Ohne Energie und Schilde waren sie nun verwundbar und die Malevolence eröffnete das Feuer und zerstörte die gesamte Flotte. Plo Koon befahl seinen Truppen, in die Rettungskapseln zu fliehen, doch nur die wenigsten erreichten diese rechtzeitig. Die es geschafft haben, waren aber auch nicht sicher, denn die Separatisten sandten Droiden aus, um nach Kapseln zu suchen und diese zu knacken, denn es soll keine Zeugen der Malevolence geben. Zeitgleich suchten auch die Jedi Anakin Skywalker und seine Padawan Ahsoka Tano nach Überlebenden in den Trümmern, und Plo Koon konnte nur überleben, indem er und seine Klone aus diesen Kapseln flohen, die Droiden bekämpften und somit auf sich aufmerksam machten. Machbar war das nur aufgrund der Anti-Ox-Maske des Jedi-Generals und das Notfall-Sauerstoffsystem der Klonrüstungen. So konnten sie überleben und dem Jedi-Rat von der Superwaffe berichten, welche dann später über Antar zerstört wurde. Ein weiterer Erfolg für die Republik, aber unter welchen Kosten? Denn die 104. wurde beinahe vollständig dezimiert und für die Schlacht von Korm dafür mit 9 Klonen aufgefüllt. Hier war es auch, als das Bataillon ihre Farben von dunkelrot auf grau änderte. Sie wollten damit ihre gefallenen Brüder ehren, was den alten Kern, also diejenigen, die bis jetzt überlebt hatten, eine unheimlich starke Verbundenheit gab. Jedenfalls war die Schlacht von Korm der Moment, in welchem Asa Ventress Wolf in einem unachtsamen Moment erwischte und ihm sein rechtes Auge nahm, welches später mit einem silbernen kybernetischen Implantat ersetzt wurde.
welches Wolf aber nicht daran hinderte, großartige Leistungen in Schlachten zu liefern. Wie auf Felucia, als Jedi-General Kenobi und Skywalker sowie seine Padawan auf dem Planeten gefangen waren und Plo Koon gemeinsam mit dem Wolfpack die Blockade der Separatisten durchbrachen. Wolf leitete dabei die Raumschlacht gegen die Sternjäger der Separatisten, während Koon die Jedi und verbliebenen Klone in Sicherheit und anschließend nach Coruscant brachte. Commander Wolf war es übrigens auch, der die verschlüsselte Nachricht von Jedi-Meister Eth Koth entdeckte, als dieser in Gefangenschaft von General Grievous war. Allgemein wurde das Wolfpack oft als Elite-Squad eingesetzt, bei denen sie schnell irgendwo rein, ihre Aufgabe erledigen und dann wieder raus mussten. Zum Beispiel als ein Attentat vom jungen Boba Fett auf Mace Windu, der ja seinen Vater getötet hatte, fehlschlug und der Kreuzer, in dem sie sich befanden, auf dem Planeten Vancor abstürzte. Hier waren es Plo Koon, Ahsoka, die eine starke Bindung hatten, da Plo Koon es war, der Ahsoka in den Jedi-Orden brachte, und das Wolfpack, die Anakin und Windu aus den Trümmern des Kreuzers bargen und so schnell wie möglich wieder in Sicherheit brachten. Oder auch als bestätigt wurde, dass eigentlich alle Beteiligten bei der Mission auf Lola Sayo, bei der Zitadelle, nicht alleine fliehen konnten. Hier wurden Jedi-Meister Sese Tin, Adi Gallia, Kit Fisto und Plo Koon geschickt, um sie zu retten. Mit einer Flotte von 4 Kreuzern griffen sie die Blockade der Separatisten an und General Koon begab sich gemeinsam mit Wolf in ein Kanonenboot, eskortiert von den anderen Jedi in ihren Starfightern, auf die Oberfläche des Planeten, um die Überlebenden zu retten. Während der zweiten Schlacht von Felucia kehrte die 104. zusammen mit der 501. auf den Planeten zurück, um einen nächtlichen Angriff auf einen von General Grievous' Außenposten zu machen. Anakin und Captain Rex leiteten ein Ablenkungsmanöver, während Ahsoka gemeinsam mit einem Teil des Wolfpacks über die hintere Mauer kletterten und Plo Koon, Wolf und der Rest des Packs Jetpacks benutzten, um über die Wände zu fliegen, um den Feind im Inneren anzugreifen. Alleen war ein Planet, der von natürlichen Erdbeben heimgesucht wurde, welche viele Zivilisten getötet und ihre Städte in Trümmern hinterlassen hatten. So wurde das 104. Bataillon auf Befehl von Senatorin Padme Amidala und Jedi-Großmeister Yoda entsandt, um ihnen beim Wiederaufbau zu helfen und sie mit Nahrungsmitteln und Medizin zu versorgen. R2-D2 half bei der Wiederherstellung der Stromversorgung und C-3PO unterstützte die Klone bei der Kommunikation mit den Einheimischen. Doch während ihrer Mission verschwanden C-3PO und R2-D2 unter der Erde, sodass Commander Wolf ohne C-3PO als Übersetzer nicht mit den Alleen kommunizieren konnte. Doch die beiden Droiden entdeckten die Ursache der Erdbeben, die baumähnliche Spezies Kindalo, die in den unterirdischen Höhlen unter der Oberfläche von Alleen lebte und verärgert waren, weil die an der Oberfläche lebenden Alleener zu tief gegraben hatten und sie dadurch gestört wurden. Doch glücklicherweise konnten die beiden Droiden mit ihnen verhandeln und kamen rechtzeitig an die Oberfläche, um sich mit der 104. neu zu formieren, als diese den Planeten verließen. Nachdem sich die 104. wieder mit Plo Koons Flotte formiert hatte, wurden sie auch direkt eingesetzt, um Adi Gallia von General Grievous' Dreadnought zu befreien, nachdem dieser in der Schlacht von Patizia Patuna gefangen genommen worden war. Koon und seine Truppen konnten den Kreuzer ohne Probleme entern und Gallia befreien, doch Grievous floh aus der Schlacht. Bei einer Mission zur Rettung versklavter Tokruta von zygerianischen Sklavenhändlern wurden Jedi-General Kenobi und Captain Rex gefangen genommen. Anakin Skywalker und Ahsoka Tano starteten eine Rettungsaktion auf dem Planeten Kadavo, wo die Sklaven hingebracht werden sollten, doch die Jedi benötigten Verstärkung. Es wurde gedroht, die Sklaven zu töten, sollten sich die Jedi nicht zurückziehen, als in diesem Moment auch schon die geforderte Verstärkung eintraf. Eine Flotte unter der Führung von Plo Koon. Er entsandte einen Stoßtrupp der 104., welche versuchten, in die Anlage einzudringen, doch ein Strahlenschild hinderte sie daran. Skywalker gelang es, diesen zu zerstören, während Kenobi und Rex rebellierten. So gelang es der Einsatztruppe dann, Obi-Wan, Anakin, Ahsoka, Rex und die weiteren Sklaven zu befreien und die Anlage zu zerstören. Eine weitere erfolgreiche In-and-Out-Mission des Wolfpacks. Als der Jedi-Tempel ein Notsignal des vermissten Jedi T6 Shuttles 7755-19 empfing, wurden, wer hätte es gedacht, natürlich Plo Koon, Wolf und die 104. auf den Mond Obadiah geschickt, um die Sachlage zu untersuchen. Sie landeten bei der Absturzstelle des Shuttles und darin entdeckten Koon und Wolf ein Lichtschwert, welches niemand geringerem als dem Jedi-Meister Sifo Dyas gehörte. Der Jedi, der die Klonarmee in Auftrag gegeben hatte. Plo Koon ordnete an, dass das Shuttle zu weiteren Untersuchungen nach Coruscant gebracht werden sollte, was als die letzte große Mission des Wolfpacks während der Klonkriege gilt. Denn diese galaxisweite Auseinandersetzung endete, nachdem Oberster Kanzler Palpatine, welcher im Geheimen der Sith Lord Darth Sidious war, die Order 66 ausrief und alle Klone zu Feinden der Republik erklärte, wobei er im Anschluss die Republik einstampfte und stattdessen das erste galaktische Imperium ausrief. Was die 104. während der Order 66 tat, ist leider nicht bekannt. Wir wissen nur, dass Wolf sich irgendwann seinen Inhibitor-Chip entfernen ließ und während des galaktischen Bürgerkriegs gemeinsam mit Rex und Gregor
welche sich ebenfalls den Chip entfernen ließen, auf dem Planeten Selos in einem umgebauten ATTE wohnten. Rex verließ die Truppe dann zuerst, um sich der Rebellion anzuschließen. Gregor und Wolf folgten dann einige Jahre später, um bei der Befreiung von Lothal zu helfen. Weiter aber mit der Horn Company, welche von Jedi-General Ethkoth und Klon-Captain Locke angeführt wurde. Diese war anwesend, als Koths Flaggschiff von General Grievous angegriffen wurde. Dabei versuchten Locke und seine Einheiten, die Superkampfdroiden so lange wie möglich aufzuhalten, bis der Jedi-General ihnen befahl, zu den Rettungskapseln zu fliehen. Als dann der Droiden-General persönlich den Kreuzer betrat, waren nur noch Koth sowie seine letzten Truppen anwesend, welche jedoch von Kommandodroiden hingerichtet und der Jedi gefangen genommen wurde. Der Jedi-Rat entsandte dann einen kleinen Rettungstrupp, bestehend aus Anakin Skywalker, Adi Gallia, Obi-Wan Kenobi sowie Captain Rex, um den Sabrek-Jedi zu retten. Im Gegensatz zu vielen anderen Klonlegionen mussten sich die Coruscant-Wachen nur selten die Hände schmutzig machen oder irgendwo in der Wildnis einen Schlafplatz finden, denn die Einsätze in der Hauptstadt ließ sie meist in ihren gemütlichen Baracken übernachten, weswegen sie nicht gerade einen beliebten Ruf unter ihren Brüdern hatten. Ihre Hauptaufgabe war es, Regierungsgebäude und die wichtige Infrastruktur von Coruscant zu schützen und nahmen dabei auch die Rolle als Leibwächter für Mitglieder des Galaktischen Senats oder den obersten Kanzler Palpatine ein. Ihren ersten Einsatz hatten sie, als der Sohn von Verbrecherboss Jabba dem Hutten entführt wurde, und zwar als Padme Amidala bei Jabbas Onkel Zero, welcher einen Nachtclub auf Coruscant betrieb, um Hilfe bitten wollte. Stattdessen aber verraten und gefangen genommen wurde, da Zero mit Count Dooku und somit auch den Separatisten und den Entführern unter einer Decke steckte. Hier waren es Commander Fox, der Anführer der Coruscant-Wachen, über welchen wir später noch eine Menge reden werden, und seine Schocktruppen, die die Senatorin befreiten und Zero gefangen nahmen. Aber nur weil die Coruscant-Wachen hauptsächlich auf der Hauptstadt eingesetzt wurden, heißt das nicht, dass sie den Planeten nicht verlassen durften. Ganz im Gegenteil. Selten aber doch verlangten, eigentlich immer diplomatische Missionen, dass sie den Planeten verlassen mussten. Ein Beispiel wäre Yodas diplomatische Mission nach Rugosa, um den König der Toydarianer für die Republik zu gewinnen, welche jedoch durch einen Angriff von Asa Ventress überschattet wurde. Diese Reisen und Missionen außerhalb von Coruscant kamen aber meist nur zustande, da sie irgendwelche wichtigen Politiker oder Senatoren begleiteten. So schloss sich Commander Stone und ein Squad seiner Truppen Senator Karus an, welcher mit Lösegeld in Form von Spice nach Florum reiste, da Piraten dort Count Dooku gefangen genommen haben. Doch ihr Shuttle wurde von einer weiteren Piratenbande abgeschossen, wobei der Pilot sowie Senator Karus getötet wurden, was neben den Klonen als ranghöchstes Mitglied niemand Geringeres zurückließ als Junior-Abgeordneter Jar Jar Binks. Nur kurz nachdem sie die Verstorbenen beerdigt hatten, wurden sie von den abtrünnigen Piraten überfallen, welche das Spice stahlen. Während Commander Stone es vorgezogen hätte, auf Verstärkung zu warten, wollte Abgeordneter Binks aber weiter vorrücken. Und da er nun mal die ranghöchste Position hat, musste Stone Jar Jars Befehlen gehorchen. So konnten sie das Spice sogar zurückerlangen und wurden dann von einem republikanischen Schiff gerettet. Aber schnell wieder zurück in die Hauptstadt, denn so Außeneinsätze sind nichts für die Schocktruppen. Man darf sich die Coruscant-Wachen aber nicht wie eine einfache Polizei vorstellen, denn diese Aufgabe wird auf dem Stadtplaneten meist von Droiden übernommen. Die Schocktruppen sind schon Spezialeinheiten, welche dann von den Droiden alarmiert werden. Zum Beispiel als die Herzogin von Mandalore, Satine Kreese, verdächtigt wurde, den Angehörigen des Geheimdienstes der Republik Davor Golak ermordet zu haben, was aber eigentlich auf die Deathwatch zurückzuführen war. Denn zuerst wurde sie auch nur von Polizeidroiden verfolgt, bis ein Sondendroide dann den Schocktruppen Bescheid gegeben hatte. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, wie gut sie diese Aufgabe so allgemein machen, denn dass sie direkt an Satine vorbeigehen und sie nicht erkennen, zeugt nicht gerade von Kompetenz. Im Endeffekt konnte Satines ehemaliger Geliebter, oder sagen wir eher Schwarm, Obi-Wan Kenobi, ihr aus der Patsche helfen. Denn ihre Mission war es eigentlich zu verhindern, dass Mandalore von der Republik besetzt wird, da sie wollte, dass ihre Heimatwelt unabhängig bleibt, was schlussendlich auch gelang. Eine der kritischen Aufgaben der Coruscant-Wachen, noch zu Beginn des Krieges, war die Geiselnahme von einigen Senatoren durch die Hand von Kopfgeldjäger Cad Bane, welcher dadurch die Freilassung von Zero dem Hutten erzwingen wollte, da er die Senatoren ansonsten töten würde. Einen nach dem anderen. Zudem hatte er auch obersten Kanzler Palpatine sowie Senator Orn Fritar im Büro des Kanzlers eingeschlossen, wobei Fritar als Geisel im direkten Austausch für Zero herhalten musste. Der Hood wurde dabei von Coruscant-Wachen aus dem Gefängnis eskortiert. Zeitgleich retteten Commander Fox und einige seiner Truppen, wenn auch in einem etwas übertriebenen Manöver, Palpatine aus seinem Büro, wodurch der Kanzler die Botschaft übermitteln konnte, dass die Ganoven mit Zero gehen sollen, um das Leben der gefangenen Senatoren zu retten.
Einige der Schocktruppen waren auch bei der Ankunft von der Mission auf Lola Sayu anwesend, um die Überlebenden zu empfangen. Ihr wisst schon, das war die Mission, wo sie Tarkin und Evan Peel aus der Zitadelle gerettet haben, wobei der Jedi jedoch am Ende leider sterben musste. Auf Coruscant bemannten die Schocktruppen aber nicht nur Positionen in der Nähe der Politik, sondern auch ganz einfach im Gefängnis. So benutzten sie meist Elektrostäbe und Betäubungsschüsse, um Aufständische niederzuschlagen, schreckten aber nicht davor zurück, wenn es ihr Befehl von ihnen verlangte, dabei tödliche Gewalt einzusetzen. Die umfangreichste und schwierigste Mission, in die sie jemals involviert waren, war nicht die Order 66, dazu kommen wir später noch, sondern die Bombardierung des Jedi-Tempels und alles, was danach geschah. So mussten sie, ausgestattet mit extra Schutzausrüstung, die Haupteingänge des Jedi-Tempels schützen, um das Vordringen von Demonstranten zu verhindern. Sie waren es auch, die Ahsoka Tano im republikanischen Zentrum für militärische Operationen festgehalten haben, da man ihr den Tod von Letta Tormund, einer Gefangenen, die in den Anschlag verwickelt war, zugeschrieben hatte, weswegen Ahsoka wegen Mordverdachts verhaftet wurde. Die Coruscant-Wachen verweigerten sogar Anakin Skywalker den Zutritt, als er seine Padawan sehen wollte. Ahsoka versuchte, aus der republikanischen Militärbasis zu fliehen, nachdem ihr der Angriff und die Tötung mehrerer Schocktruppen angehängt worden war. Was folgte, war eine Verfolgungsjagd über die gesamte Anlage, wobei die Coruscant-Wachen versuchten, Ahsoka einzufangen, doch sie wich den Truppen aus und floh in die unteren Ebenen von Coruscant. Sowohl die Schocktruppen als auch der Coruscant-Sicherheitsdienst suchten in den unteren Ebenen nach Ahsoka, bis sie zusammen mit Asa Ventress von einem Trupp unter der Führung von Klonkommander Wolf aus der 104. Legion gesichtet wurde. Trotz ihrer zahlmäßigen Überlegenheit wurden die Klone von den beiden mit Leichtigkeit entwaffnet und überwältigt. Wolf und seine Schocktruppen setzten ihre Suche nach der Tokruta fort, die sie in einem Lagerhaus mit belastendem Beweismaterial im Zusammenhang mit dem Angriff auf den Jedi-Tempel fanden. Es gelang ihnen, Ahsoka mit Betäubungsschüssen außer Gefecht zu setzen und brachten sie zurück zu ihrem Stützpunkt. In weiterer Folge wurde Ahsoka dann zu ihrem Prozess gebracht, doch bevor die Verhandlung endete, betrat Anakin Skywalker zusammen mit den Jedi-Tempelwachen und Barriss Offee den Gerichtssaal, welche das Verbrechen, welches eigentlich Ahsoka zugeschrieben wurde, gestand. Woraufhin Barriss von Schocktruppen und Tempelwächtern aus dem Raum eskortiert wurde. Fives, ein ARC-Soldat der 501. Legion, wurde im Rahmen einer Untersuchung über die Inhibitor-Chips, die allen Klontruppen implantiert wurden, in die medizinische Einrichtung der Großen Armee der Republik auf Coruscant gebracht. Bei seiner Ankunft waren Coruscant-Wachen stationiert, die die Ehrengarde von Kanzler Palpatines Sicherheitstruppe ergänzten. Es kam zu einem Handgemenge zwischen Fives und den Wachen des Kanzlers, wobei Palpatine Fives beschuldigte, ihn angegriffen zu haben. So floh der Klon aus der Einrichtung, nachdem er erfahren hatte, dass seine Brüder darauf programmiert waren, ihre Jedi-Offiziere zu verraten und zu töten. Coruscant-Wachen sollten daraufhin den flüchtigen Klon jagen. Einer der Orte, die sie durchsuchten, war die Klonbar. Ihre Ankunft veranlasste Fives zu gehen, aber nicht bevor er von einem Beobachtungsdroiden identifiziert wurde. Sie verfolgten Fives so weit, dass Commander Fox und seine Truppen ihn zur Rede stellten und ihn aufforderten, sich zu ergeben. Doch dieser richtete eine Blasterpistole auf Fox, der jedoch zuerst schoss und so den ARC-Soldaten tötete, bevor er seine Behauptung über ein Komplott gegen die Jedi beweisen konnte. Nur kurze Zeit später trafen sich Vertreter der Republik und der Separatisten auf dem Planeten Scipio, um einen neuen Anführer für den intergalaktischen Bankenclan zu bestimmen. Senatorin Padmé Amidala reiste als Vertreterin der Republik nach Scipio, begleitet von einer Garnison der Coruscant-Wachen unter der Führung von Commander Thorn. Natürlich versuchten die Separatisten, dieses gesamte Zusammentreffen zu manipulieren und wollten den Planeten besetzen. Commander Thorn bemerkte dies und befahl Padmé Scipio so schnell wie möglich zu verlassen. Für ihn und seine Truppen war jedoch keine Zeit mehr. Die Druiden begannen, einen Klon nach dem anderen zu töten. Thorn war der letzte übrig gebliebene Kämpfer und gab wirklich alles. Jedoch war er zahlenmäßig sehr unterlegen. Dabei wurde er auch mehrmals getroffen, bis er schließlich von einem Kommandodruiden getötet wurde. Diese Aktion veranlasste den Galaktischen Senat, weitere Truppen unter dem Kommando von Anakin Skywalker auf den Planeten zu senden, und nach der Schlacht übergab der Senat die Kontrolle der Banken in die direkte Kontrolle von Obersten Kanzler Palpatine. Und als dieser, welcher insgeheim der Sith Lord Darth Sidious war, die Order 66 ausrief, welche alle Jedi als Verräter der Republik erklärte, griff eine kleine Truppe an Schocktruppen Ahsoka Tano an Bord der Tribunal an, welche sich eigentlich auf dem Kreuzer befanden, um die 332. bei der Gefangennahme von Darth Maul zu unterstützen. Besonders erfolgreich waren sie jedoch nicht. Darth Maul konnten sie übrigens auch nicht aufhalten.
Ansonsten nahmen die Coruscant-Wachen während der Order 66 eine eher unterstützende Rolle unter der Führung von Commander Fox ein, denn den Jedi-Tempel säuberten ja Anakin und die 501. Dennoch kamen sie zu Hilfe, als Jedi-Meister Calloran Beck der 501. zu entkommen drohte. In den Monaten nach dem Ausruf des Imperiums hatten die Coruscant-Wachen die Aufgabe, die Ebenen von Coruscant zu patrouillieren und die Identitäten der Bürger ständig zu überprüfen. Als dann aber die überlebende Jedi-Meisterin Jocasta Nu zum Jedi-Tempel zurückkehrte, begegnete sie Commander Fox und einigen anderen Schocktruppen, wobei sie einen Gedankentrick benutzte, um an ihnen vorbeizukommen. Als sie dann doch im Jedi-Tempel entdeckt wurde, befahl Vader den Coruscant-Wachen, das gesamte Gelände zu sichern, woraufhin Fox zwei ganze Kompanien einsetzte. Eine überlebende Jedi hatte scheinbar eine ganz hohe Alarmstufe. Die Schocktruppen schossen auf Sicht auf Jocasta, jedoch auch auf Vader, denn Fox hatte ihnen zwar erklärt, wie ein Jedi aussieht, nicht jedoch ein dunkler Lord der Sith. Obwohl Fox das Feuer sofort einstellen ließ, wurde er direkt von Vader getötet. Ein wirklich unwürdiges Ende für einen der hochrangigsten Klone, der einst der Armee der Republik gedient hatte. Monate nach der Zerstörung der Klonanlagen auf Kamino begann der imperiale Senat mit der Abstimmung über ein neues Rekrutierungsgesetz für die imperiale Verteidigung, welches eigentlich nur darauf abzielte, die Klone im Militär durch Menschen zu ersetzen. Paradoxerweise waren genau bei diesem Event Klon-Schocktruppen anwesend, um die Sicherheit zu gewährleisten, wo schlussendlich beschlossen wurde, dass sie ausgedient haben. Dieser Prozess nahm jedoch etwas mehr Zeit in Anspruch als ursprünglich gedacht, weswegen die Schocktruppen direkt danach noch im Dienst blieben. So durchsuchten sie auch das Haus von Orphek, welcher ein späterer Akolyt von Ferren Barr werden und eine Rolle bei der Invasion von Mancala spielen sollte. Selbst 5 Jahre nach dem Beschluss des Rekrutierungsgesetzes waren immer noch Klon-Schocktruppen auf Coruscant stationiert und wurden in eine Verfolgungsjagd mit Darth Vader und 2 abtrünnigen Inquisitoren involviert. Naja, die Mühlen des Imperiums mahlen nun mal langsam. Wie viele Klone hatte Commander Bly seinen ersten Einsatz in der Schlacht von Geonosis, die den Beginn der Klonkriege markierte. Eine Schlacht, nach welcher auch die Jedi-Ritterin Isla Secura aufgrund ihrer Leistungen das Kommando über ihr eigenes Sternenkorps, die 327. inklusive Flottengruppe erhielt und Bly diente darin als ihr Klonkommander. Die 327. wurde schon bald daran gewöhnt, überall dorthin geschickt zu werden, wo sie gerade am dringendsten gebraucht wurden und waren dabei bekannt für ihre Anpassungsfähigkeit. Denn Bly und Isla leiteten ihre Klone durch die verschiedensten Schlachten unter den schwierigsten Bedingungen, wodurch sie ein enges Verhältnis zueinander aufbauten, was später nochmal relevant wird. So wurden sie auf den Planeten Eskander geschickt, nachdem sie von Jedi-General Quinlan Voss erfahren hatten, dass die Separatisten dort einen neuen Kampfdroidentypen entwickelten. Doch die Oberfläche des Planeten machte es schwieriger als gedacht und die 327. blieb immer wieder im Schlamm stecken, während sie gleichzeitig von Droiden angegriffen wurden. Die Mission wurde beinahe zu einer Katastrophe, da sich auch noch die dunkle Attentäterin Asa Ventress einschaltete, wodurch den Truppen nur noch eine einzige Möglichkeit blieb, sich vom Planeten zurückzuziehen, bevor die Verluste noch größer wurden. In ihrer nächsten großen Kampfhandlung wurde die 327. in die Schlacht von Quell verwickelt. Dabei befanden sie sich zusammen mit ihrer Jedi-Generälin Isla Secura gerade an Bord von 3 Venator-Sternzerstörer, was eigentlich nicht als ihr Spezialgebiet gilt, als mehrere Fregatten der Separatisten sie angriffen. In der darauffolgenden Raumschlacht wurden die republikanischen Truppen überrannt und suchten bei Jedi-General Anakin Skywalker und seinen Truppen um Verstärkung an. Doch als dessen Flaggschiff eintraf, war der Kreuzer, in dem sich auch Secura befand, das einzige verbliebene Schiff und wurde in diesem Moment von B2 RP-Droiden, also B2 Superkampf-Droiden, nur mit Jetpacks, geentert. Commander Bly und Isla Secura versuchten die Truppen zurückzuschlagen, mussten schlussendlich aber von Skywalker, seiner Padawan Ahsoka Tano, sowie Klon-Captain Rex der 501. Legion gerettet werden. Gemeinsam gelang ihnen die Flucht auf einen Kreuzer der Konsularklasse, wobei Anakin aber schwer verletzt wurde. Der Kreuzer wollte dann an Skywalkers Flaggschiff andocken, wurde jedoch von Vulture-Droiden angegriffen, die versehentlich den Hyperraumantrieb des Schiffes aktivierten und den Kreuzer zu einem Ausweichmanöver zwangen, um eine katastrophale Kollision mit dem Flaggschiff zu verhindern, als dieses in den Hyperraum sprang. Beim Absturz konnte der Kreuzer ein Zusammentreffen mit dem Stern von Magedon noch gerade so vermeiden und legte eine Bruchlandung auf dem Planeten hin. Nachdem sie aus dem Wrack entkommen waren und ein erstes Lager errichtet hatten, hielt Captain Rex Wache, während die anderen nach Hilfe und möglichen Einheimischen suchten.
Doch nach einer Begegnung mit wilden Tieren, bei welchen die verbleibenden Klone bis auf Rex und Bly getötet wurden, gelang es den Verbleibenden, ein Dorf der Lurmen ausfindig zu machen, um sie um Hilfe zu bitten. Dabei schickte ihr Anführer Tivat Kar widerwillig seinen Sohn Vakto, um Bly und Tano zurück zum Lager zu begleiten, um Rex und den immer noch verletzten Anakin zu sich zu holen. Alles schien sich zum Guten zu wenden, doch diese Ruhe sollte nicht lange bestehen. Denn nur kurze Zeit später traf ein Landungsschiff der Separatisten ein und zwang die Jedi dazu, sich zu verstecken, als General Lockdort und seine Truppen das Dorf der Lurmen durchsuchten. Sie erhofften sich dadurch, republikanisches Schmuggelgut zu finden, um einen Grund zu haben, ihre neue Waffe, welche nur organisches Material zerstörte, also Klone sowie auch Jedi, die Kampfdroiden allerdings intakt ließen, an dem Dorf der Lurmen zu testen. Auch wenn sie schlussendlich nichts fanden, hinderte das den General nicht daran, diese Waffe dennoch einsetzen zu wollen. Um dies zu verhindern, infiltrierten die Jedi und Klone den separatistischen Stützpunkt, schalteten einige Droiden aus und stahlen ein Shuttle inklusive Schildgeneratoren. Sie bereiteten sich dann auf den Angriff der Droiden vor, errichteten Barrikaden und aktivierten die Schilde, welche den gefährlichen Schuss der Separatisten mühelos abfingen und Locke dazu zwangen, seine Droiden in den Kampf zu schicken, welche von den Jedi locker besiegt werden konnten. Anakin, dem es inzwischen schon viel besser ging, zerstörte währenddessen die Superwaffe und nahm General Locke gefangen. Gegen Ende der Klonkriege wurde die 327. dann auf den Planeten Felucia geschickt, um das Mitglied des Separatistenrats Shu Mai gefangen zu nehmen. Sie kreuzten dort mit schweren Fahrzeugen, darunter AT-APs, AT-OTs und die klassischen AT-TEs auf. Und die Mission verlief gut, doch während ihres Vormarsches durch den felucianischen Dschungel erhielt die 327. plötzlich den Befehl der Order 66, welcher alle Jedi als Feinde der Republik erklärte und sie aufforderte, ihre Jedi-Generälin, in ihrem Fall Isla Secura, zu exekutieren. Auf den ersten Blick schien die 327. dabei sehr brutal vorzugehen, doch das hat einen anderen Grund. Denn Isla Secura war eine Jedi, die ihre Klone stets gut behandelte. Klar, der Inhibitor-Chip gab ihnen keine andere Wahl, aber wir haben auch bei Rex gesehen, wie er dagegen angekämpft hatte und so wollte die 327. den Tod ihrer Jedi-Generälin so schnell und schmerzlos wie möglich machen. Commander Bly und die anderen Klone schossen weiter, damit sie nicht leiden musste und so war eine brutale Exekution in Wirklichkeit ein Zeichen des Respekts. Einen wirklichen Unterschied machte das jedoch nicht, da Isla Secura so oder so an diesem Tag ihr Leben lassen musste. Nach dem Ausruf des Galaktischen Imperiums wurde die 327. dann in das Sturmtruppenkorps integriert, wobei Bly einen Sonderstatus hatte und Vader teilweise beim Jagen nach überlebenden Jedi unterstützte. Das 13. Bataillon, auch das Eiserne Bataillon genannt, unterstand dem Kommando von Jedi-General Jarrow Tapal und dem Jedi-Commander Cal Kestis. Dabei nahmen sie an der Bracca-Invasion teil und schafften es sogar, nach der Schlacht um Coruscant den Planeten zu sichern. Dabei verbreitete sich unter den Klonen schon das Gerücht, dass sie bald einen neuen Einsatz erhalten würden, denn sie sollten zur Unterstützung nach Magito zu Ki-Adi-Mundi und den Galactic Marines beordert werden. Doch so weit sollte es nie kommen, da der oberste Kanzler Palpatine zuvor den Befehl der Order 66 ausrief, was Jarrow Tapal sowie seinen Padawan Cal Kestis zu Feinden der Republik erklärte. Tapal konnte diese Erschütterung in der Macht spüren, weswegen er noch rechtzeitig sein Lichtschwert aktivieren konnte, um sich vor einem ersten Angriff seiner eigenen Klone zu schützen. Er befahl seinem Padawan, zu den Rettungskapseln zu fliehen, um das Schiff zu verlassen. Cal schlich sich durch die Wartungsgänge des Kreuzers, während sich sein Meister durch die normalen Wege kämpfte und dabei keine Rücksicht auf die Leben der Klone nahm. Warum denn auch? Sie taten es ihm gegenüber ja auch nicht. Tapal überlastete den Hauptreaktor des Kreuzers, was zu Explosionen im gesamten Schiff führte. Als Cal und sein Meister wieder aufeinander trafen und das Schiff verlassen wollten, wurden sie jedoch von einer Truppe des 13. überwältigt. Tapal gab alles, um seine Schüler vor dem Blasterfeuer zu schützen, wurde dabei jedoch von vielen Schüssen getroffen, was ihm sein Leben kosten sollte, seinem Padawan dadurch jedoch die Flucht ermöglichte. Auch der Kreuzer explodierte schlussendlich, was alle Mitglieder des 13. Bataillons tötete. Nachdem die Klonkriege mit der ersten Schlacht von Geonosis zwischen der Galaktischen Republik und der Separatistenallianz ausgebrochen waren, wurde das 41. Elite-Korps dem Kommando von Jedi-Generälin Luminara Unduli, ihrer Padawan Barriss Offee sowie auch Klon-Commander Gree unterstellt.
Ihre erste Mission führte sie nach Rhodia, als Padme Amidala, die Senatorin von Naboo, vom Vizekönig der Handelsföderation Newt Gunray gefangen genommen wurde. Nachdem es dem Druiden C-3PO gelungen war, die Republik zu kontaktieren, wurde der Venner der Klasse Sternzerstörer Tranquility entsandt und brachte die Grüne Kompanie, wie sie auch oft genannt wurden, nach Rhodia. Die von Commander Gree angeführte Truppe landete mit Kampfschiffen direkt im Senatorenpalast und nahmen Gunray fest, nachdem sie sich mit Senatorin Amidala, beauftragten Jar Jar Binks, C-3PO und Senator Onaconda Fall zusammengetan haben. Nach der Verhaftung dankte Oberster Kanzler Palpatine ihnen persönlich und schickte sofort weitere Truppen nach Rhodia. Im Anschluss brachten sie Gunray an Bord der Tranquility. Zusätzlich zu den Senatkommandos, die Gunray auf dem Weg nach Coruscant verhören wollten, begleiteten auch jede Generälin Luminara und Duli und Padawan Ahsoka Tano das Schiff. Doch die Separatisten entwickelten einen Plan, um Gunray entweder zu töten oder zu befreien, damit die Geheimnisse der Separatisten nicht aufgedeckt werden konnten. Count Dooku, der Anführer der Separatisten, schickte seine Attentäterin Asa Ventress zusammen mit einer Gruppe von kleinen Jägern der Separatisten los. So kam es, dass nach einiger Zeit des Verhörs Enterschiffe sowie Vulture-Droiden die Tranquility direkt angriffen. Commander Gree, der sich bei den Jedi und dem Anführer des Senatskommandos, Faro Argus, befand, kontaktierte die Brücke und bat um einen Lagebericht und als er von dem Angriff der Separatisten erfuhr, schickte Gree seine Grüne Kompanie los, um die Eindringlinge zurückzuschlagen. Mehr oder weniger erfolgreich, denn die Schiffe der Separatisten durchbrachen erfolgreich die Hülle des republikanischen Schiffes und setzten sogar Superkampfdroiden im Hangar ein. Während des Gefechts erlangten die Separatisten die Oberhand, töteten viele Klontruppen und den republikanischen Streitkräften gelang es schlussendlich nicht, die Ausbreitung der Separatisten zu verhindern. Somit machten sich Kampfdroiden auf dem Weg zur Gefängnisebene. Aber auch Asa Ventress infiltrierte dann heimlich das Schiff und ließ dabei keine Überlebenden, damit niemand von ihrer Anwesenheit wusste. Während die Einheiten der Separatisten vorrückten, zog sich der Rest der Grünen Kompanie auf die Gefängnisebene zurück, während Ventress Sprengstoff am Reaktor des Schiffes anbrachte. Schlussendlich gelang es Luminara und Duli und ihren Klonen, alle Droiden zu zerstören, aber die Gefahr war noch nicht vorbei. Während dieses gesamten Angriffs war Ahsoka Tano mit Captain Argus und vier weiteren Senatskommandos auf der Brücke geblieben, wo dann jedoch Ventress dazustieß und gegen die Padawan sowie den Kommandos kämpfte. Sie tötete zwei der Elitewachen und ließ die anderen beiden sowie Argus bewusstlos zurück. Luminara konnte diese Anspannung spüren und machte sich zusammen mit Gree und zwei weiteren Soldaten auf den Weg zur Brücke, wo sie gerade ankamen, als Ventress Gunray befreite und Tano in eine Gefängniszelle sperrte. Die Jedi befahl Ventress sich zu ergeben, als gerade die Sprengladung im Reaktorraum explodierte und Ventress die Flucht ermöglichte. Luminara befahl Ahsoka, Gunray zusammen mit Argus und Gree zu bewachen, während sie die dunkle Attentäterin in einen anderen Teil des Schiffes verfolgte. Dabei gelang es ihr sogar, Ventress aufzuspüren und sie in ein Lichtschwertduell zu verwickeln, in welchem sie jedoch unterlegen war. Ahsoka, die sich nach Absprache mit Gree und Argus und Dulis Befehlen widersetzte, gelang es Luminara zu retten und den Kampf gegen Ventress fortzusetzen. Da nun beide Jedi beschäftigt waren, sandte Ventress Argus, also dem Anführer der republikanischen Senatskommandos, ein Signal, welches diesen als Verräter offenbarte und er daraufhin seine Kollegen tötete, aber auch Commander Gree angriff. Erst im Nahkampf gelang es Argus, Gree zu besiegen, Gunray zu befreien und zu einem Schiff der Separatisten zu fliehen. Im selben Moment gelang es Ventress, Ahsoka und Luminara zu entkommen, indem sie eine Rettungskapsel des Kreuzers benutzte. Das alles war eine unheimliche Niederlage für die Republik und rückte die 41. in kein besonders gutes Licht, weswegen für wichtige, kriegsentscheidende Missionen in Zukunft eher die 501., 212. oder das Wolfpack vorgezogen oder mit ihnen kombiniert wurde. So wurde die 41. gemeinsam mit der 501. nach Geonosis geschickt, um den Planeten zu erobern. Dabei sollte Jedi General Skywalker den geonosianischen Anführer Poggle den Geringeren ablenken, während die Padawane Ahsoka Tano und Barriss Offee seine Druidenfabrik über die Katakomben infiltrierten. Übrigens, wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen wollt, werdet doch gerne Mitglied. Es ist echt nur eine Kleinigkeit und ihr bekommt kleine Baby-Yoda-Emotes für die Kommentare. Danke. Doch die Klone der 41. stießen auf heftigen Widerstand und zogen sich mit der 501. zurück, als Poggle Superpanzer entfesselte, was die Zerstörung der Fabrik aber nicht verhindern konnte. Anschließend säuberten sie die restlichen Truppen auf Geonosis und suchten dann nach Poggle. Auf Barkspeedern verfolgten sie ihn bis zum Fortor-Tempel, wo Luminara jedoch gefangen genommen wurde. Sie konnte zwar mit den anderen Jedi Kontakt aufnehmen, musste aber von republikanischen Truppen gerettet werden, woraufhin der Tempel zerstört wurde. Im weiteren Verlauf des Krieges wurde die 41. meist nur in kleinen Truppen eingesetzt, um hinter feindlichen Reihen zu agieren, wobei sie Waffenlieferungen oder ähnliches sabotierten.
Dennoch wurden sie für die Schlacht von Coruscant in die Hauptstadt der Republik zurückgeholt, besetzten dabei aber lediglich einen Kreuzer in einer Raumschlacht. Dabei kamen sie aber in direkten Schusswechsel mit der unsichtbaren Hand, also Grievous' Flaggschiff, was zu nicht gerade wenig Verlusten führte. Nach dieser Schlacht versammelte sich die 41. oder das, was von ihnen noch übrig war, auf einem Venator-Kreuzer, um Ausrüstung und Fahrzeuge auf diesen zu verfrachten, als auch schon Jedi-Großmeister Yoda eintraf, um das Elite-Korps nach Kashyyyk zu begleiten. Dort errichteten sie zusammen mit den einheimischen Wookies eine starke Verteidigung, um die Hauptstadt Kashyyyk zu schützen. Dabei wurde die 41. eben nicht nur von Dominara und Dooley, sondern auch Großmeister Yoda in die kommende Schlacht geführt, wobei sie alles taten, um die Stellungen der Wookies zu verteidigen. Jedoch rief mitten in der Schlacht der oberste Kanzler Palpatine, der insgeheim der Sith Lord Darth Sidious war, die Order 66 aus. Ein Befehl, der alle Jedi zu Feinden der Republik erklärte. So bekam auch Commander Greed die Nachricht von Palpatine und ging seiner Aufgabe nach, Yoda zu exekutieren. Doch der Jedi-Großmeister spürte diese Erschütterung in der Macht, die die Tode seiner Jedi-Kollegen in der Galaxis hinterließen, und konnte somit Greed enthaupten, bevor er seinen Blaster abfeuern konnte. Die beiden hochrangigen Wookies, Chewbacca und General Tarkful, halfen Yoda dann zu fliehen, und als die Schlacht vorbei war, machte sich die 41. auf die Suche nach Yoda, was diesen jedoch nicht daran hinderte, den Planeten noch gerade rechtzeitig zu verlassen. Vermutlich, weil sie einfach zu wenige waren, denn es befanden sich auch Mitglieder der 41. auf Utapau an der Seite der 212. Da die Gefangennahme bzw. die Eliminierung von General Grievous wahrscheinlich einfach eine größere Priorität hatte als der Druidenangriff auf die Wookies. Was mit der 41. nach den Klonkriegen oder während der Zeit des Imperiums geschah, ist nicht bekannt. Vermutlich wurden sie einfach in den Ruhestand geschickt und zuerst von TK-Sturmtruppen und später von den regulären Sturmtruppen ersetzt. Während den letzten Wochen der Klonkriege griffen die Separatisten unter der Führung von Admiral Trench Anaxes an, eine republikanische Festung am äußeren Rand des Outer Rims. Trenchs Kampfdroiden erlangten eine Reihe wichtiger Siege und zwangen somit die Jedi-Generäle, Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker und Mace Windu einzugreifen, zusammen mit ihrer 212., 501. und 187. Legion. Captain Rex vermutete, dass die Separatisten Zugang zu einem von der Republik verwendeten strategischen Algorithmus hatten, was darauf hindeutete, dass der ARC-Soldat Echo seinen vermeintlichen Tod auf Lorasayu überlebt hatte. Dieser Verdacht erwies sich als richtig und Echo wurde aus einer Einrichtung der Techno-Union auf Skakor Minor gerettet. Anfangs kämpfte die 187. mit einigen ATTEs gegen die Bodentruppen der Separatisten, doch griffen dann während der Rettung auf Skakor Minor die Schiffswerften von Anaxes an, was vermuten lässt, dass Mace Windus Einheit ziemlich gute Allrounder waren, so wie der Jedi-Meister auch selbst. Die entscheidende Schlacht um Anaxes spielte sich somit an zwei Fronten ab. Windu und Kenobi führten ihre Truppen in den Hauptmontagekomplex der Werft, während Anakin Trenchs Flaggschiff überfiel und den Admiral der Separatisten schlussendlich tötete. Einige behaupten ja, dass die Coruscant-Wachen zu den schlechtesten Klonen gehören, da sie nie eine wirkliche Schlacht gesehen haben. Doch es gibt auch eine Gruppierung, die noch weniger von der Galaxis gesehen hat, die Kaminowachen. Denn sie haben ihren Heimatplaneten nie verlassen. Angeführt wurden sie von der Jedi-Generälin Shaak Ti, welche auch die Übersicht über die Ausbildung der Klone leitete. Aber auch die leitende medizinische Wissenschaftlerin Nala Se hatte Befehlsgewalt über die Truppen. Diese Einheit gab es aber nicht schon immer, denn als im ersten Jahr der Klonkriege Kamino und somit auch das Herz aller Klone von den Separatisten angegriffen wurde, wurde noch die 501. Legion zur Hilfe geholt, um ihre Heimatwelt zu verteidigen. Bis zur Schlacht von Ringo Winder bekam Kamino dann jedoch seine eigenen Sicherheitskräfte. Diese waren die ganze Zeit in Tipoca City anwesend, unter anderem auch als der ARC-Soldat CT-5555 Fives und CT-5385 Tap wegen eines Vorfalls untersucht wurden, bei dem Tab eine Jedi-Generälin ermordet hatte und man glaubte, dass die Ursache ein medizinisches Problem war. Als dann Fives einen falschen Alarm auslöste, um Tab selbst zu untersuchen, kamen die Sicherheitskräfte von Kamino in Einsatz. So auch, als Fives versuchte, aus Tipoca City zu fliehen, oder als Fives versuchte zu rebellieren, oder als Fives beschloss, die Angelegenheiten um Tab und dieses Geheimnis um die Klontruppen weiterhin alleine zu untersuchen. Auch wenn er dabei nur Angst hatte, dass die gesamte Armee in Gefahr ist, könnte ich mir vorstellen, dass die Kaminowachen Fives nicht gerade freundlich gestimmt waren, wenn er für so viel Ärger sorgte. Denn später gingen sie härter vor und es wurde sogar direkt Shaak Ti involviert, bis Fives dann von der Wasserwelt weggeschafft wurde.
Die Kaminowachen blieben dann noch bis zum Ende der Klonkriege auf ihrer Heimatwelt aktiv, sowie auch nach dem Ausruf des Galaktischen Imperiums. Dabei befanden sie sich zusammen mit anderen Klonen, darunter auch Klonenheit 99, in Formation, als sie der Rede des obersten Kanzlers lauschten. Wie auch die Torrent Company war die 332. Kompanie eine Untergruppierung der 501. Legion mit einer spannenden Geschichte. Denn nachdem die ehemalige Padawan Ahsoka Tano den Jedi-Orden verlassen hatte, nachdem sie fälschlicherweise für den Angriff auf den Jedi-Tempel beschuldigt wurde, kehrte sie einige Monate später wieder zurück. Denn sie wurde von Bo-Katan Kryse, der Schwester der ermordeten Herzogin von Mandalore, Satine Kryse, um Hilfe gebeten, um gemeinsam das Schattenkollektiv des ehemaligen Sith Lords Darth Maul von ihrem Heimatplaneten zu vertreiben. So kam es auch zu einem emotionalen Wiedersehen zwischen ihr und ihrem alten Meister Anakin Skywalker. Dieser führte sie zu einem Hangar, wo Captain Rex mit einer eigenen Truppe an Klonen nur für sie bereitstand. Und ihre Helme waren bemalt in den Farben und Formen ihres Gesichts. Anakin erklärte, dass die Klone ihre Rüstung freiwillig anpassten, als sie erfahren hatten, dass Ahsoka zurückkehren wird. Denn da sie in der großen Armee der Republik keine Jedi-Generälin mehr war und daher auch offiziell keine Einheiten der Republik anführen durfte, wurde Captain Rex zum Commander befördert, damit er diese neue Division, bei welcher es sich eben einfach um einen Teil der 501. Legion handelt, leiten und Ahsoka als Beraterin mitnehmen konnte. Somit war die Togruta zumindest mit einem Teil der Klone, mit denen sie so viel durchgemacht hatte, wieder vereint. In Vorbereitung auf die Belagerung von Mandalore trafen drei Vanitar-Zerstörer über den Planeten ein und entsandten ein riesiges Kontingent von Schiffen und Truppen, darunter auch die 332. Der mandalorianische Premierminister Almec, der lediglich eine Marionette von Maul war, bereitete seine Streitkräfte, bestehend aus mandalorianischen Superkommandos, sowie auch die Verteidigungsanlagen von Sundari, der Hauptstadt von Mandalore, vor. Als sich die republikanischen Truppen näherten, wurden mehrere Gunships und Transporter abgeschossen. Dabei setzten die Kommandos des Schattenkollektivs ihre Jetpacks ein, um ihre Feinde direkt am Himmel abzufangen, was auch gelang. Dennoch landeten die übrig gebliebenen Schiffe in Sundari, woraufhin die Schlacht begann. Wobei Darth Mauls Truppen von der Übermacht der Republik schnell zurückgedrängt wurden und sich in die Unterstadt zurückziehen mussten. Und ein Trupp der 332. verfolgte sie. Ahsoka und Captain Fong führten sie durch die Tunnel, hatten aber ihre Spur verloren, bis die mandalorianische Superkommando Rookcast auftauchte und eine Rakete auf sie abfeuerte. Ahsoka rief zu nach den Klonen, sie sollten ihn nicht jagen, doch sie hörten ihre Warnung nicht, wodurch die Klone in einen Hinterhalt gerieten und allesamt getötet wurden. Auch Captain Fong. Die mandalorianischen Superkommandos umzingelten Ahsoka zusammen mit Maul, welches sich überrascht zeigte, dass sie gekommen war und nicht Skywalker oder gar Kenobi. Doch als er so mit ihr sprach, entsandte dieser Togruta heimlich ein Signal, um Commander Rex über ihren Standort zu informieren, welcher dann mit einer anderen Gruppe von Einheiten der 332. in die Unterstadt eilte, um Ahsoka zu retten. Doch Maul und seinen Gefolgsleuten gelang die Flucht. Währenddessen wurde wieder eine weitere Gruppe der 332. zur Verstärkung auf ein anderes Deck berufen, wo auch sie in einen Hinterhalt des Schattenkollektivs gerieten und allesamt getötet wurden. Bis auf den ARC Trooper Jesse, denn diesen nahm Maul als Geisel, um ihn für Informationen zu foltern. Zunächst weigerte sich dieser zu sprechen, aber Maul erklärte ihm, dass sein Geist zu ihm sprechen oder zerbrechen würde, als er seine Hand ausstreckte und die Macht nutzte, um Informationen über Ahsoka aus ihm herauszubekommen. Nach dem Verhör brachte Maul Jesse zum Königspalast, wo er die Ankunft von Ahsoka, Bo-Katan und Rex erwartete. Als diese ankamen, befreite der ehemalige Sith Jesse von seinen Handschellen und erlaubte ihm, als Zeichen seines guten Willens, zu seinen Verbündeten zurückzukehren, und Rex half ihm aus dem Palast, sodass das annähernde Duell zwischen Maul und Ahsoka stattfinden konnte, aus welchem die ehemalige Jedi siegreich hervorging und Maul gefangen nahm. Die Republik hatte die Belagerung von Mandalore für sich entschieden. Nach der Schlacht und nachdem Maul in einem mandalorianischen Gefängnis fixiert worden war, kehrten die republikanischen Truppen zu ihrem Schlachtschiff zurück, um Maul nach Coruscant zu transportieren. Doch auf dem Weg dorthin wurde die Order 66 ausgerufen. Ein Befehl, der alle Jedi und die, die es einmal waren, also somit auch Ahsoka, zu Feinden der Republik erklärte, wodurch alle Klontruppen, einschließlich der 332. angriffen, voll entschlossen, sie sowie auch Maul zu töten. Selbst Rex eröffnete das Feuer auf Ahsoka, doch diese lenkte die Schüsse ab und entkam nur knapp. Die 332. teilte sich auf und jagte die Togruta durchs Schiff, doch dieser entführte Rex und schlug ihn bewusstlos.
Sie brachte ihn auf die Krankenstation und entfernte seinen Inhibitor-Chip, wonach Rex nicht mehr unter dem Einfluss der Order 66 stand. Während sich die beiden zum Hangar vorarbeiteten, kämpfte sich Maul, der zuvor noch von Ahsoka befreit wurde, bis zum Hauptantriebsraum vor, tötete dabei viele Klone der 332. als auch Coruscant-Wachen und ließ den Hyperantrieb mitten im Sprung kollabieren, woraufhin der Venator in Einzelteilen aus dem Hyperraum fiel. Der ehemalige Sith ging dann bis zum Hangar durch, wobei er die Macht auf brutalste Weise nutzte, um Klone mit Metallteilen aufzuspießen oder gar zu enthaupten. Dabei hatten sie keine Chance, den Sith Lord bei seiner Flucht aufzuhalten. Als dann Ahsoka und Rex den Haupthangar erreichten, wartete bereits eine Formation der verbliebenen Klontruppen, angeführt von Jesse, auf sie. Diese Formation umfasste Einheiten der 332. sowie auch 501. Rex und Ahsoka schmiedeten einen Plan, bei dem Rex Ahsoka mit vorgehaltener Waffe zu den Klontruppen brachte und behauptete, sie sei keine Jedi mehr, weshalb es keinen Grund gäbe, sie zu töten. Doch Jesse widersprach ihm und es kam zu einem Streit, bis Jesse Rex des Verrats beschuldigte. Doch diese Diskussion war nur ein Ablenkungsmanöver, um Zeit zu gewinnen, dass Ahsokas Astromech die Gruppen an Klonen durch die Hangaraufzüge fallen lassen konnte. Das überraschte die Klone und die Verbliebenen eröffneten das Feuer auf Ahsoka und Rex. Zu diesem Zeitpunkt stürzte das beschädigte Schiff aber schon bereits auf einen nahegelegenen Mond und Ahsoka sowie Rex entkamen nur knapp mit einem Y-Wing, während alle anderen Klone an Bord getötet wurden, als der Kreuzer auf die Oberfläche des Mondes stürzte. Rex und Ahsoka begruben all ihre toten Kameraden, die sie finden konnten. Erst Jahre später, während der frühen Herrschaft des Imperiums, besuchte dann Darth Vader die Absturzstelle und entdeckte den Helm eines Klones der 332. im Schnee, sowie auch eines von Ahsokas Lichtschwertern, wobei der dunkle Lord das Lichtschwert behielt, den Helm im Schnee jedoch zurückließ. Und das war das längste Video, welches es bis jetzt auf meinem Kanal gab. Deswegen lasst gerne ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt, denn ich habe auch einen Darth Vader Film aus Comics gemacht oder eine Doku über den galaktischen Bürgerkrieg. Ich bedanke mich vielmals, wenn ihr bis hierher geschaut habt und bis zum nächsten Mal. Möge die Macht mit euch sein.